Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch eine weitere Möglichkeit zeigen, unsere Festplatten und oder Partitionen sehr einfach zu verwalten, sprich neue Partitionen erstellen oder bestehende zu vergrößern, verkleinern, klonen, löschen, Laufwerkbuchstaben ändern und so weiter, beziehungsweise auch ganze Festplatten zu klonen oder aber auch das Betriebssystem einfach zu migrieren auf eine neue oder einfach auf eine andere Festplatte halt. Da gibt es unzählige Tools, ja, von kostenlos bis teuer, sowie gute und nicht so gute. Ich will euch hier eins zeigen, der zwar ein paar Euro kostet, dafür aber wirklich sehr einfach und intuitiv zu bedienen ist und im Prinzip alle Optionen, die wir rund ums Festplatten- und Partitionenmanagement brauchen bietet. Das Tool heißt Easy Partition. Ich arbeite sehr gerne damit und starte das jetzt einfach mal als Administrator. Die Oberfläche, genau, ich mache das mal größer, sieht hier so aus. Hier sind die zwei Optionen. Erstmal ja, entweder eine Klonen einer Festplatte oder eine Partition. Wir klicken hier einfach drauf. Ich habe jetzt auf Klonen einer Festplatte geklickt und schon werden hier alle Festplatten, die wir haben, aufgelistet. Das ist jetzt meine Systemfestplatte, ja, das Quelllaufwerk. Und hier werden wir eine Festplatte, die geklont werden soll, eben beispielsweise Festplatte 3 hier in meinem Fall. Ja, als Beispiel für den Beispiel eben. Und hier haben wir, hier sehen wir nochmal Quelle. Und zack, hier ist grün und Ziel, einfach auf Weiterklicken. Hier kommt dann nochmal eine Warnung, dass die Daten überschrieben werden, falls welche drauf sind, das ist klar. Einfach bestätigen, dann auf Starten und schon wird die Festplatte geklont, ja, 1:1. Ich spreche das jetzt erstmal ab hier und gehe zurück. Hier ist die Option Klonen eine Partition. Ja, da sind die Festplatten hier, in meinem Fall 1, 2, 3 und hier die Partitionen. Hier gilt genau das gleiche, einmal die Quelle auswählen, auf Weiter, dann das Ziel hier. Ja, hier müssen wir natürlich darauf achten, welche Festplatte, welche Partition, wo das hin soll, und dann auch weiter nochmal bestätigen, abwarten ein paar Minuten und schon ist die Partition geklont. Ich gehe jetzt nochmal zurück und genau hier auf der linken Seite haben wir im Prinzip nochmal das gleiche, beziehungsweise hier haben wir Betriebssystem verschieben. Ja, wir können unser Betriebssystem ganz einfach migrieren auf eine neue oder eben andere Festplatte halt. Einfach hier auswählen, auf Starten klicken. Hier ist das Quelllaufwerk, hier das ist mein System. Das ist automatisch als Quelllaufwerk erkannt worden, wo das Betriebssystem halt installiert ist. Und hier sind meine Festplatten. Einfach gewünschte Festplatte hier wählen. Ich nehme mal 73, okay. Ich gucke mal, ne, das hat nicht. Ja, okay, das ist jetzt natürlich. Genau, einfach nochmal die Warnmeldung hier, dass die Daten hier alle weg sind, natürlich hinterher, falls was drauf ist auf der neuen Festplatte, irgendwie einfach bestätigen und starten, dauert natürlich ein bisschen, ein paar Minuten, und schon haben wir unser System, Betriebssystem migriert, ja, auf eine neue Festplatte. Ich gehe nochmal zurück und hier haben wir nochmal Partition Manager, im Prinzip, was wir schon hatten. Festplatten sind hier schön übersichtlich aufgelistet samt Partitionen. Wenn ich jetzt beispielsweise auf die Festplatte 2 diese Partition hier irgendwie bearbeiten möchte, einfach auswählen, hier markieren, rechte Maustaste, oder hier ist auch nochmal das gleiche Menü wie hier. Hier können wir nochmal das Betriebssystem hier verschieben auf die Partition, das wollen wir jetzt nicht. Die Größe ändern, einfach draufklicken und hier können wir den Schieber hier hin und her schieben, so wie es, wie wir es eben haben wollen. Hier ist nochmal die, wie groß es hinterher sein werden, die Partitionen, ja, 13 und 36 hier, zack.
bestätigen und starten und schon geht's los. Ich mache das jetzt nicht. Oder wir können teilen halt. Das wird dann mehr oder weniger, ja, so halbe hier geteilt, die Partition. 24,8. Ja, das wird automatisch berechnet. Ich breche das mal ab. Dann können wir ja die Partition komplett löschen, wenn uns danach ist, beziehungsweise formatieren. Oder aber einfach Laufwerkbuchstaben hier ändern. Ich mache das jetzt mal X hier. Wir können ja mal zack, okay, bestätigen hier Aufgabe ausführen. Hier kommt noch mal eine Zusammenfassung, die wir bestätigen müssen. Okay. Und der Vorgang läuft. Das sollte jetzt nicht allzu lange dauern. Genau. Erfolgreich abgeschlossen. Wir schauen mal hier. X, genau, das war jetzt die Partition hier. Das war vorher EF oder so, glaube ich. Ja, das geht wirklich, also ich finde das Tool wirklich gut. Ich arbeite gerne damit, wie gesagt, und wollte euch auch nochmal zeigen. Ja, kann ich euch empfehlen. Ich hoffe natürlich, dass ich euch ja, damit weiterhelfen konnte. Download-Link findet ihr bei Interesse unter dem Video natürlich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like. Und ein Abo, falls noch nicht, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.